Sie werfen Ihre neuen Practice-Darts und dann geht's gleich rein in diese Vorrundenpartie. Da heißt es ja, das First-to-Two-Sets, man braucht also zwei Sätze, um sich in das Hauptfeld zu spielen. Gewinner dieser Begegnung trifft dann später im letzten Match des Abends auf Jackpot Adrian Lewis. Facebook.com/Sport1Darts. Es gibt diese Weltmeisterschaft auch auf dieser Facebook-Seite von Sport1 zu verfolgen. Es gibt natürlich auch den Hashtag DartsWM. Den haben wir gestern so eine Zeit lang ein bisschen vernachlässigt. Ja. Und wir haben aber dann später kräftig dran gearbeitet. Das ist die Chance, mit uns hier ein bisschen zu plaudern und zu schnacken und Fragen natürlich vor allem auch zu stellen. Facebook.com/Darts.ElmarPaulke. @ElmarPaulke auf dem Twitter-Account und auch im Instagram-Account ist der Paulke natürlich unterwegs. Elmar_Paulke. Es ist das erste Duell zwischen den beiden. Kevin Münch, 29 Jahre alt, in Herne geboren. Er lebt in Bochum. Er spielt für den DSC Bochum in der Bundesliga Nord. Er ist zum zweiten Mal hier im Alley Pally mit dabei. Und er hat gesagt, wenn es dann endlich losgeht, dann werde ich ruhig. Dann bin ich froh, dass ich endlich Dart spielen kann. Es war eine Menge los in den letzten Wochen. Viele, viele Interviewanfragen. Das ist natürlich ungewohnt da bei Kevin Münch. Und ungewohnt haben wir hier zwei Linkshänder auf der Bühne. Zwei Linkshänder. Und wieder diesen Kompressionsüberzug bei Oreschkin, wie wir ihn gestern bei Paul Lim gesehen haben. Auch ich lerne dazu, es ist kein... Weiß ich nicht, was ich da gestern gesagt habe. Ärmel oder abgerissenes Ding. Es ist ein Kompressionsstrümpfchen, damit der Arm eben flexibel bleibt. Oreschkin ist ja schon ein sehr erfahrener Spieler. Auch auf dieser PDC-Bühne World Cup. Teilnehmer mit Boris Koltsov und hat sich diesmal durchgesetzt. Nicht Boris Koltsov, sondern Alexander Oreschkin. Hier mal im Einzel unterwegs. Ja, und sein Spitzname, The Nut, die Nuss, ist wahrscheinlich die haarigste Nuss auf diesem Planeten. Alexander Oreschkin. Nee, noch einer. Er war vor zwei Jahren schon mal mit dabei. Hat damals übrigens in der Vorrunde, da haben wir die erste 180 für Deutschland. Damals hat Oreschkin, wir haben ja Paul Lim zuvor schon gefeiert, diesen Paul Lim in der Vorrunde geschlagen. Ah, okay. Oreschkin ist kein unbeschriebenes Blatt. Beim World Cup in diesem Jahr, Shorty hat es gerade gesagt, war er mit dabei in Frankfurt. Da hat er unter anderem Kyle Anderson bezwungen. Die Russen sind überraschenderweise bis in das Viertelfinale vorgestoßen. Und Kyle Anderson, das ist die Nummer 24 der Welt. Das war eine sehr kurze Distanz. Will damit aber sagen, dieser Oreschkin ist kein unerfahrener, kein unbeschriebenes Blatt. Und aber Kevin muss gut spielen. Spielt gut. Tops Rest nach 12 Darts im Auftakt-Leck seiner zweiten WM von Kevin the Dragon Münch. Das gibt Zeichen zur Hoffnung, wenn er den jetzt mit den nächsten drei Darts auschecken kann, um sich da noch die letzte Sicherheit für die Doppel- oder Finish zu holen. Dann haben wir hier alle ein etwas entspannteres Gesicht. Toller Start von Münch. Und wir bringen es zu Ende, Junge. Oreschkin ist ein Spieler mit einem langsamen Wurfrhythmus. Der braucht viel Zeit. Deshalb umso wichtiger, dass Kevin Münch gut reingekommen ist in das Match. Der hat offensichtlich seinen Rhythmus, der hat seinen Touch, der hat sein Gefühl und schnappt sich das erste Leck. 1-0, drei Lecks brauchst du für einen Satz. Zwei Sätze nur hier in der Vorrunde, um das Match zu gewinnen. Das ist eine kurze Distanz. Du kannst dir keine längeren Krisen erlauben. Du musst da sein. Du musst jetzt zur Stelle sein. 45. Ja, direkt ausnutzen, diese kleine Schwächephase, von der Elmar redet, die Oreschkin direkt im ersten Leck angesprungen hat und ihn festhält. Da muss Kevin Münch direkt Kapital ausschlagen, macht er bis hierhin prima. Völlig entspannt, relax sieht er aus, als würde er hier jeden Tag herkommen. Es macht mir jetzt schon Höllenspaß. Imposante Auftaktminuten von The Dragon. The Dragon. Er ist im Jahr 88 geboren, im chinesischen Kalender ist das Jahr 88, super, ja. das Jahr des Drachens. Kevin ist am Samstag hier nach London gekommen, war Samstagabend auch schon im Alley Pally, war gestern wieder da, Stimmung testen und Stimmung tanken. Ja, er hat einen seiner besseren Tage erwischt, ich freue mich für den Kerl, das geht da richtig geschmeidig los. Bis hierhin nicht ein Ansatz einer Möglichkeit für Oreschkin dazwischen zu springen. Kevin Münch hier mit 120 Punkten im Schnitt in diesem zweiten Leck. Und Oreschkin bei 83, das ist sehr deutliches Anfangs
Brumborium von Kevin Münch. Bitte einfach dran festhalten, Jungen, und durchziehen. Spiel ist zu Ende, aber bis hierhin sehe ich noch keine Schwierigkeiten. Super! Auch jetzt schon 73. SC Bochum in der Heimat. Grüße, Jungs. Der Stramm steht. Der Lange, hundertprozentig. Der Lange steht da und patrouilliert, dass die Jungs auch anständig abfeiern. Natürlich meine ich den Kröckel. Jeder weiß, wer der Lange ist. Keine Sorgen machen. Andi Kröckel sei gegrüßt, alter Schlange. Zack, das Ding geht weg. 80 Rest. Aber 154 würde Oreschki jetzt nicht checken. Der ist noch nicht ganz im Spiel drin. Also für ihn ist es genau anders losgegangen. Hat sofort diesen Gegenwind auch erfahren von Münch. Der ist noch gar nicht auf der Bühne und kriegt schon Schnappatmung. Die 1. Also kein Problem. Für Münch, der kommt noch mal ran. 153 Oreschkin, 148 Oreschkin. Jetzt lässt er wirklich was liegen, links und rechts. Und damit wird das hier eine riesen Break-Möglichkeit für Kevin Münch. 55 Punkte Rest. 15 für die Doppel 20. Der ist in der 15 jetzt hoch auf Tops zum 2-0. Das ist kein Problem. Nimmt sich noch mal Zeit. Er kratzt ran, er kommt nicht rein. Die Chance für Oreschkin da, alles auf Pari zu stellen. 128. Und diese Dinge kann der Kerl. Das hat er uns gezeigt beim World Cup. Er kann High-Finische, aber er ist noch nicht da. Er ist noch nicht auf der Bühne. Er kriegt die große 18 nicht, kann dadurch nicht weiterspielen. Jetzt hat er 70 Rest, aber nur noch ein Dart. Die nächsten Breakdarts für Kevin Münch und sie werden langsam wichtig. Doppel 10. Prima, ja, Junge. Der ist drin. Ist bei Kevin Münch ja ganz interessant. Er wirft die Darts mit links, ist eigentlich ein Rechtshänder. Ja. Hat sich als Junge, 5, 6 Jahre alt, das Schlüsselbein gebrochen, und weil er unbedingt weiter Darts spielen wollte. Sein Vater, auch ein guter Dartspieler, ja, hat einfach die Dinger mit die linke Hand genommen und von da an trainiert. Und ist daran ist dran geblieben. Ja. Hat festgehalten. Daran. 177, Mr. Münch. Was ein Start. Wir sehen eine 9. Halt die bloß fest, Kollege. Dann breche ich hier aus und reiße ein Reh oder irgend sowas. Nein, Quatsch. Aber ja, ich bin eben halt, ach Mensch, genießen Schott, Schnauze halten und einfach mal. 59. Und ich reiß dich ein Bein aus und der Seiler ein Reh. Entschuldigung. 58. 58 Punkte. Das ist vor allem kein Problem, weil Oreschkin hier nicht ins Spiel bislang finden kann. Alexander Lovic Oreschkin kommt aus St. Petersburg, hat von 2012 bis 2015 bei der BDO gespielt. Und seit 2015 ist er auf dem PDC-Circuit zumindest hin und wieder mal zu sehen. Starke Darts von Oreschkin, 140. Bietet sich hier dran zu bleiben an Kevin Münch. Schön mit Auge, Triple 19 für 170. Passt nicht ganz. Textsicher sind sie alle. Jawohl. Textsicher sind sie alle. Da ist die Power von Oreschkin, von der wir gesprochen haben. Bleibt er auf 20, geht er das Risiko oder stellt er sich im Finish? Dankeschön dafür, Alex. Da sind wieder 6 Darts für Kevin. Schön, dass du mir scheinbar nicht zuhörst. Weil die 162, habe ich jetzt öfter mal kurz erwähnt, ist eine der 7 Bogey-Numbers unter 170, die mit 3 Darts nicht gecheckt werden können. Deshalb und deswegen kann er nur stellen auf dieses Break, aber er kann nicht auschecken. Die Krux ist halt, man braucht ja am Ende ein Doppelfeld und deshalb kann man diese 162 nicht spielen. Und wenn einer dann doch irgendeinen Weg kennt, Facebook.com. Ja, genau. Das wäre eine Darts-Revolution, die wir dann anzetteln würden. 42 Punkte nur, 120 Rest, 108 sind es für Kevin Münch. Oreschkin weiterhin ohne einen Versuch auf Doppel. Tops für Münch, fürs erste Set. Gerne, Junge! Klasse. Und damit auch das erste High-Finish. Auch von der Körpersprache ist er wunderbar da oben unterwegs. Satz 1 geht nach Bochum. Und überzeugend in meinen Augen. 102er Schnitt spielt Kevin Münch, 82 Punkte im Schnitt Oreschkin. Ist auch die Lücke dieses 3-0 absolut berechtigt.
Klasse erstes Set von Kevin Mitch. Ich applaudiere und applaudiere. Es werden einige bestimmt zu Hause sitzen und sich fragen, Mensch, wo ist denn der Maximizer? Wo ist denn Max Hopp? Der hat sich in diesem Jahr nicht für die Weltmeisterschaft qualifizieren können. Kevin Münch hat das ja geschafft über die Super League. Das war sozusagen die Deutschland-Qualifikation. Martin Schindler, der ja morgen spielt, der hat es über die Pro-Tour-Order of Merit geschafft, also wirklich über die Pro-Turniere der PDC. Und ja, Kevin Münch muss deshalb halt in die Vorrunde, einer der internationalen Qualifikanten. Super League hat er im Halbfinale René Adams bezwungen mit 8:4 und dann Dragutin Horvath geschlagen. Und zwar ziemlich glatt mit 10:3. Der war ja im vergangenen Jahr hier im Ellipelli, der Mann aus Kassel. Brazzo, der das hier alles mit Sicherheit auch verfolgen wird. Ja. Und Max, eben Grüße. Ja. Einfach grüßen, Jungs. Haltet Kevin den Daumen, er macht hier wirklich eine Anfangsmelodie, die uns wirklich gefällt. Ich hoffe euch auch. Ja, Oreschkin, wie gesagt, ein bisschen langsamer unterwegs, aber mit einer Top-Qualität. Er schnippt den Dart mehr oder weniger, zieht den Arm nicht komplett durch. 123. Wir haben uns schon einige Male, wenn wir ihn kommentiert haben, gewundert, woher der diese Präzision herbekommt. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht so ganz genau. Aber das ist also auch die WM. 72 Leute, 72 Wurfstile. Das ist immer wieder das, was wir sagen. Es gibt nicht den ultimativen Wurf beim Dart. Bau deinen natürlichen Schwung, nimm den Dart und bau den dementsprechend zurecht. Und dann kannst du hier abfeuern, wie du lustig bist. Auch wie ihr seht. Mit hohem Alter haben wir gestern von Paul Lim gelernt. Es gibt hier keine Altersbegrenzung. Es geht nur darum, was in deinem Kopf vor sich geht. Bist du stark genug mental, um das alles hier wegzustecken? Oder eben. 10 Rest. Natürlich wäre das jetzt auch wichtig für Oreschkin, mal in das Match reinzukommen. Der braucht jetzt dieses Leck, das er begonnen hat. Dieses Leck bei eigenem Anruf. Kevin macht nochmal Dampf. Geworfen macht 120 Rest. Oreschkin mit der Chance, das erste Leck des zweiten Satzes zu holen. Ja, 50 cool. Rest. Ja. Er ist drin, er ist drin. Geht er drauf? Nein, er wird 10 für Tops spielen, denke ich. Ja, Tops. Fürs High Finish für Oreschkin. Oh, reißt den in die Doppel 5. Noch 30 Rest. Shanghai für Münch. Hau ich ihm zu. Jedes Feld im 20er Segment einmal treffen. Jetzt die Triple 20. Ja, jawohl. Doppel 20. Break Chance. Wichtiger Dart für Kevin Münch. Ja. Hey, auch der passt noch, Junge. Klasse. Der Dragon schnappt zu. Hat eine tolle Doppelquote. 7. Versuch, 5. Treffer. Der ist jetzt an der 70%-Marke dran. Und das ist Fair Play von Oreschkin. Der klatscht mit ihm ab. Anerkennung für dieses High Finish. Und damit holt sich Kevin Münch das 4. Leck hier in Folge. Und jetzt mal ernsthaft. Mit Abstand im besten Start. Einer mit einem 101er Average hat uns noch keiner in der Vorrunde gespielt. So sieht's aus. Mit einer Doppelquote von um die 70%. Dann hast du, wenn du diese Statistiken halten kannst, auch eine Chance gegen Jackpot Adrian Lewis. Aber das ist dann... Lass uns das Spiel zu Ende bringen. Ich wollte es nur gesagt haben. Ja, ich weiß, wir sind schon so oft verendet auf den letzten Zentimeterchen. Also von daher wünsche ich Kevin jetzt erstmal stabile 2 Legs noch. Das hier ist die beste Anfangsmelodie von dem Deutschen, die ich bis jetzt gesehen habe, am Anfang. Wir haben tolle Matches schon gesehen, Steigerungen überall. Aber das hier ist beeindruckend, was Kevin Münch hier für ein Tempo vorlegt. Vor 6 Jahren schlug er in der Vorrunde Peng Ling Chung mit 4:2. Damals hat man noch Best of 7 Legs gespielt. Das war eine viel kürzere Distanz. Dann profitierte er in Runde 1 davon, dass Dennis Ovens, The Heat, dass der damals aufgab. Das gibt es unheimlich selten in Darts, dass jemand verletzungsbedingt aufgab, hatte große Rückenprobleme. Dann kam das aus in der 2. Runde gegen Steve Farmer. Noch nie stand ein Deutscher im Achtelfinale der Weltmeisterschaft, also in Runde 3. Wir hoffen natürlich, dass das 2018 dann gelingt. Schindler morgen übrigens gegen Whitlock. Nicht einfach, das ist die 10 der Welt. Das ist der WM-Finalist von 2010. Der vor allem auch in die Premier League will. Und er weiß, er muss das über ein gutes Abschneiden bei der Weltmeisterschaft tun. Das gibt ihm aber natürlich auch ein bisschen Druck mit auf dem Weg. Also da sind auch noch nicht alle Türen zu für Martin Schindler. Da bin ich sehr, sehr, sehr gespannt drauf, wie der sich hier morgen präsentiert. Auf jeden Fall hier schon mal
Ein kleiner Lichtblick für den deutschen Dartsport. Wir haben Talente ohne Ende. Wir müssen sie nur finden. Das war die Triple 1. Das muss die Chance sein, für Kevin auf 2-0 zu erhöhen. Jetzt weg von Oreschkin, ab im Finish-Bereich, am liebsten zweiter Finish. Nehme ich auf. 151 Rest. Was kommt von Oreschkin? Die letzten Chancen so, vielleicht langsam so, sickert's rein, ich muss was tun. Ja. Gerade ganz schön zu sehen auch bei Kevin. Er schimpft ein bisschen, weil er kein Triple trifft. Da geht der Blick runter zu seinen Leuten. Seine Freundin ist mitgekommen. Carsten ist da, Kasi ist mit dabei. Kasi ist mit dabei. Ja. Ich weiß nicht, ich glaube, er ist alleine geflogen. Ich glaube, Kevin ist alleine geflogen. Kasi ist mit vor Ort. Und natürlich ist auch Martin Schindler mit vor Ort, gehe ich von aus, dass er ihn da heute unterstützt. Direkt vor Ort, also er hat da ein paar Unterstützer auf jeden Fall im Raum und auch ein Patrick Exner. Der Kollege von der Daten.de-Seite ist vor Ort und sagt natürlich, wir werden ihn unterstützen mit allem, was wir haben. Und das muss auch so sein, Freunde. 91 für Oreschkin. Triple 17. Ah, verpasst er. 74 Rest. Wo stellt er sich hin? Bleibt bei 60. Gute Ausgangsposition, aber ich hoffe mal, ich bin ja ein bisschen pro-deutsch, dass er die 110 ausgeworfen bekommt. Der gute Kevin mit einer 7 am Start. Nee, 103, jetzt sind es 102 Rest. 120 hatte er ja gecheckt. Jetzt ist es die allererste richtig große Chance für Oreschkin, hier zu einem Leg zu kommen. Es wäre gleichzeitig ein Break. Und das ist eigentlich auch für ihn meiner Meinung nach die letzte Chance, hier vielleicht noch mal in das Match reinzukommen. Extrem wichtige Darts jetzt für Alexander Oreschkin. Die Doppel-10. Einen hat er noch in der Hand. Doppel-10 zum 1:1. Und auch den setzt er knapp vorbei. Das war der dritte Dart auf Doppel von ihm. Noch kein Erfolg für Oreschkin. 95 für Kevin. Der geht den Safety-Weg. 20 für Bullseye. Er bekommt sein Dart aufs Doppel. Und er haut ihn in die 14 für 36 Rest. Passiert. Abwarten. Oreschkin, nächsten Break Darts. Doppel 5. 5 Punkte Rest. Muss umbauen. 1. Doppel 2. Ja, der passt diesmal. Bekommt sein Leck. So, das war eine kleine Wortmeldung. Geht mit dem Finger hoch und sagt, Jungs, ich bin hier noch nicht durch, ich bin noch nicht raus, ich habe noch Lust. Sein erstes Leg, 1-1. So, jetzt müssen wir abwarten, wie geht Kevin jetzt mit dem Gegenwind um? Was nicht untypisch wäre, ist, dass du erst auch mit dem Verlauf einer Partie dann irgendwann doch so ein paar Problemchen bekommst mit dem langsamen Spiel. Die Pausen sind ungewöhnlich lang für Kevin da hinten. Aber das hat er natürlich auch im Vorfeld gewusst und hat sich darauf eingestellt. Was machst du eigentlich, wenn du da hinten wartest? Einige gucken sich ihre Darts an, sind bei sich. Was macht er jetzt auch hier? Ja, Kevin ist aber einer, der damit wirklich umgehen kann. Das hat er schon ganz früh gelernt sozusagen. Gab es im DDV damals auch immer wieder etwas länger oder auch extrem langsame Spieler. Und das hat Kevin auch im Vorfeld gesagt, das bockt mir nicht an, das macht mir nichts aus. Da kann ich mit um. Und wie wir das hier sehen, kann er mit um. Toller Start von ihm in diesen Break. Leck. Ja, klasse. Bleibt weiterhin auf Breakkurs. Mit 12 Darts visiert er dieses Break an. Dann müsste Oreschkin jetzt 180 feuern, um das noch zu verhindern. Wir sind ja in den letzten Tagen auch immer wieder gefragt worden, was machen eigentlich die Frauen? Sie spielen auch Frauen mit bei dieser Weltmeisterschaft. Dem ist ja nicht so. 2009, damals Anastasia Dobromyslova aus Russland, also eine Landsfrau von Oreschkin, die mal in der Vorrunde war und das Match verlor.
die Präsidentin des DSC Bochum, das ist Heike Jenkins. Das ist die erfolgreichste deutsche Dartspielerin gewesen, die in den 90er Jahren tatsächlich auch so gut war, in der Weltspitze mitzuhalten. Nur die Preisgelder waren einfach nicht hoch genug bei den Damen, sodass sie ihre Festanstellung auch nicht riskieren wollte für ein Unternehmen, von dem man nicht wusste, was da am Ende auch finanziell einfach übrig bleibt. Ja, Ausnahmeerscheinung im Dartsport, Heike Jenkins. Wahnsinn. Was für eine Karriere. Was für eine Karriere. Freundlicher. Moreschkin kommt wieder nicht in den Übergang rein, in den Finish-Bereich, schafft die 70 Punkte nicht. Das sind die guten Neuigkeiten für Münch. Der kann jetzt hier an seinem Break arbeiten. Aber mit Score, Junge. Komm, rein in die Triple. 175 hat er noch. 59. Alright, 157 soll es dann sein. Gerne. Gehen. Misst den Erfolg oben auf der 20, geht mal eben ein bisschen das Visier einstellen, runter auf die 19, macht da 97 Punkte. Erster Versuch von Kevin Münch, das Break zu landen, geht in die Binsen, trifft die Triple 20 nicht. Stellt sich 100 Rest, 2 Dart Finish, abwarten, was Oreschkin macht aus den 98 Punkten. Ah, 2 Darts für Doppel 19. Haut er um oder geht er drauf? Der geht drauf. Drauf. Oh, war der knapp. Also, Breakchance. Come on, Kevin Münch. Das sind inzwischen wirklich so ein paar Darts von Oreschkin, die denkbar knapp vorbei sind und die nicht unwichtig sind. Ah, der spielt Tops, Tops. Tops, Tops. Macho, Macho Man. Oh, unlucky. 19 Punkte Rest. 3 Doppel 8 normalerweise für Oreschkin. Er ärgert sich, wenn der erste schon drin steckt, dann hast du eigentlich schon ein ganz gutes Gefühl dafür. Da ist er in der 3, jetzt hat er 2 Darts für die Doppel 8, um hier mit 2-1 in Führung zu gehen. Das wäre seine allererste Führung überhaupt hier im Matchverlauf. Nee. Da müssen wir ganz ehrlich sagen, da hat er jetzt ein bisschen Glück gehabt, der Kevin, dass das nicht funktioniert hat. Der gute Moment von The Nut ist weg, also Tops für Münch. Hol dir deinen eigenen guten Moment, Jung. Doppel 7, der Klassiker. Lieber. Der Klassiker. Der war weit vorbei. Wenn er abhaut, dann haut er meist eine 6 ab. Das ist wirklich so. Auf geht's. Die Doppel 7 schaffst du, weiß ich. Matsch, es ist einfach so. Trotzdem ein Grinsen da im Gesicht von Kevin Münch. Ich glaube, über diesen Wurf in die 6, da war er auch ein wenig überrascht. Was soll's? Er holt sich dieses dritte Leg, geht mit 2-1 in Führung und braucht jetzt nur noch ein Leg, um diese Vorrunde zu überstehen, um dieses Vorrundenmatch zu gewinnen. Die Doppelquote für Oreschkin natürlich der Genickstoß. Er hat eine Quote von 11% nur, hat 8 Dinger vorbeigenagelt, obwohl er nur 9 Versuche hatte. Und da war noch gerade die Deutschlandfahne zu sehen. Es sind ja auch in diesem Jahr so viele deutsche Fans hier ins Mekka des Darts gekommen zum Alley Pally. Und sie haben Glück gehabt, dass sie sich diesen Tag ausgesucht haben. Das mit deutscher Beteiligung. Das ist ja immer so ein bisschen Glücksspiel. Wann ist die Losung raus? Wo werden sie gesetzt? Was passiert? Aber Kevin Münch, Entertainer, der Dragon mit seinem zweiten Maximum. Juhu! Tolles Spiel, Bursche. Und es ist ja heute nicht nur der Auftritt von Kevin Münch. Raymond van Barneveld, der fünfmalige Weltmeister. Er spielt im dritten Match gegen den jungen Engländer Richard North. Und wir haben Hendo gleich, John Henderson, den Highlander, gegen den Finnen Marco Kantele. Und dann, wie gesagt, in der vierten Partie jetzt wohl Kevin Münch gegen Adrian Lewis. Doppelweltmeister, stand dreimal hier im Finale. Oh, verpasst die 18, also kein Finish gestellt, aber Oreschkin ist noch so ein bisschen weit weg. Wenn ihm jetzt nicht langsam Maximum einfällt, sozusagen, dann wird es trotzdem dunkel für Oreschkin. Münch vielleicht mit 6 Darts in Runde 2 für diese 173 Punkte noch. Ja, noch ein da rein und dann Single. Ja, jetzt die Triple 19 für Tops. Prima Darts, Kevin Münch. Und damit steht's
40 dort bei Kevin Münch und er hat jetzt ausreichend Chancen, auch den letzten da zu versenken. Und dann war es ein äußerst souveräner Auftritt, auch wenn der Average so ein bisschen runtergerutscht ist auf unter 90 Punkte. Das macht nichts. Es war ein bisschen enger hier im zweiten Satz, keine Frage. Oreschkin hat ein paar Chancen ausgelassen. Matchstarts, komm. Matchstarts. Aber jetzt erstmal rüber über die Linie, Junge. Das Ding in die Heimat bringen. Doppel 20. Doppel 10. Okay, passiert. Kein Ding, kein Drama. Kein Drama. Einfach weitermachen. Raus mit dem schlechten Moment aus der Birne. Und wieder frisch ran für die Doppel 5. Oreschkin, Chance. Vielleicht die letzte Chance. Er braucht diese Triple 18, sonst sind seine WM-Träume vorbei für das Bullseye. Er verpasst die Triple 18, wird sich wahrscheinlich noch mal drauf feuern um. Ja, er wollte mal zeigen, Bull. Aber hätte er auch nicht getroffen. Also, Doppel 5, die nächsten Matchstarts. Geht in the zone. Ja, manchmal ist es gar nicht so leicht, diesen letzten Schritt zu setzen. Komm, Junge, hau ihn rein. No score. No score. Huha. Sagt Paul Hicks. Einer von vier Callern hier bei der Weltmeisterschaft, von vier Schiedsrichtern. Ja, das nervt ihn natürlich. Was macht Oreschkin? Er hat nur ein Leck gewinnen können in diesem Match bislang. Das ist die 16. Macht 45 Rest. Er überlegt, was wird er tun? 13 oder 5? Sieht nach 13 aus. Nee, 5 für die Doppel 20. Durch diese Brille kannst du nicht schauen. Oh, der geht auch deutlich drüber. So, jetzt entspannen. Er hatte sein Dart, um dich zu verhauen. Hat er nicht gemacht. Jetzt wegtanken das Ding. Batsch! Wunderbar! Man sieht ihm, man spürt ihm, man merkt ihm die Erleichterung an. Er lässt die Schultern so ein bisschen hängen. Kevin Münch schafft genau das, was er auch vor 6 Jahren hier im Alexandra Palace hinbekommen hat. Er übersteht die Vorrunde, bezwingt Alexander Oreschkin mit 2:0 in den Sätzen. Und damit sehen wir ihn später wieder im vierten Match gegen Jackpot Adrian Lewis. Oreschkin realisiert jetzt erst, dass er nicht 3 Sets Zeit hat, sondern oh, ist vorbei. Oh, alles klar, dann muss ich Hände schütteln, dann gehen wir. Das kann passieren in der Aufregung, keine Sache. Glückwunsch an den Dragon. So, gleich also John Henderson gegen Marco Cantele. Jetzt gibt es die Chance auf 200.000 Euro und dann sind wir gleich zurück.